Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Uiuiui, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir einen Drachen verprügelt und einen weiteren Helden dazu bekommen. Einen weiteren Kommandanten. Und heute wollten wir weiterziehen. Aber dafür müssen wir erstmal durch diesen Fluss warten. Das wird bestimmt angenehm. Meter müssen wir schwimmen. Was ist denn der? Ach so, ein Ätherkanal. Das, wovon ich eh so viel habe. Ich müsste mal so ein paar Veronis-Wracks mal finden. Ich sehe da hinten auf jeden Fall einen Container. Den gönnen wir uns sofort. Und mich würde interessieren, ob hinter dem Wasserfall was ist. Weil das ist ja so ein normales Denken bei jedem, wenn er einen Wasserfall in Videospielen sieht, ne? Wasserfall, da muss was hinter sein. Es ist so ein Spielklischee, aber es wird so oft bedient. Da, ich sehe doch von der Karte her sogar das, was hinter dem Wasserfall ist. Oder über vom halb vom Wasserfall kann natürlich auch sein. Nee, ich denke eher oben am Wasserfall ist was. Na gut, denn dahin, wo wir eigentlich hin wollen. Da können wir Rast machen, Leute. Titanenfels ist das hier. You know, you've got to take regular breaks. Bevor wir übernachten machen, erstmal gucken, kann ich meine Stufen steigern? Ja, alle auf Level 36. I definitely feel stronger. Die beiden üben ein bisschen das Spielen. Ich kann nicht zufällig Juwelen verbessern. Abgesehen von Münzen. Die Münzen, die will ich mir eigentlich aufsparen. Stimmt ja, ich könnte mir auch mal was kochen zur Abwechslung. Können wir das Rachen beim Bodengericht. Oh, ich weiß nicht, ob ich es lecker oder ekelhaft nennen soll. Es ist irgendwie eine Mischung von beiden. Dann waschen wir noch unsere Kleidung. Haupthandlung fortsetzen. There you are. I don't want to mither, but aren't you on tent duty today? Oh, I'm sorry, I forgot. I'll head back in. What? It's all finished. Huh? We already packed it all up. Then what was the point of telling me? Don't you have better things to do? Hey, you owe us one. I'm just joking. Are you okay? What do you mean, okay? These last few days, it's been a lot, right? That's why you're concerned? Yeah, you got it. We were worried. Your problems are our problems. J
Just because someone says they're doing okay, doesn't mean everything actually is fine with them. You know, there's a word for people like you. Hmm? Busybodies, all of you. Now, Tyrant, that is completely uncalled for. Huh? You two really must be bored stiff. Good grief. Everyone needs to let off steam. Is my life that entertaining to you? I'll allow it. Hey, that watch. Our lifetimes run for 10 years only. But this pocket watch has already lived for longer than that, by being passed from Nimue's hands to mine. What Guernica said to us on that battlefield. I don't know what you made of it exactly, but frankly, to me, it was a load of nonsense. Not even enough to push us together. But that's changed. If Nimue's life is represented by her dreams, then in remembering those, I carry her life with me. Perhaps now, I can give a purpose to my life. She'd live on if I were to pass her dreams on to others, right? Heavy. Also, I've done some thinking. If I had just, say, 10 more years, no, even 5, with just a bit of borrowed time, how many more memories could I fit inside this little pocket watch? And that's why you're here now? Well, that's half of it. What's the other half, then? Well... In fact, just forget it. Oh, come on. You've already told us that much. Might as well give us the whole story. This is just not the place or time for it. That's all. Lame. Still, it was a nice chat. Dreams in objects. Huh? What? Thanks, Tyon. We came here to cheer you up a bit, and got food for thought instead. Oh, sure. Anytime. Mio. Ach, Tyon. Teil dich doch ruhig mal mit. Wir beißen dich alle nicht. Warum sieht dieser See für mich so massiv bedrohlich aus? Ich kann es mir nicht erklären. Also mich würde schon interessieren, was da auf der anderen Seite vom See zu holen ist. Das sind irgendwie so Monsterpflanzen, die mich umbringen wollen. Und ich weiß nicht mal, was für ein Level die haben. Ach komm, geh, wir gucken. Wenn ich schon so riesiges Interesse habe. Komm, zeig dich. Ich weiß, dass du lebendig bist. Mindestens einer von euch ist lebendig. Ich weiß es doch. Nennt es Paranoia. Sag ich doch. Ammonia. Ach komm, wir haben so einen noch nie bekämpft. Zum Glück ist man bei dem Cineblade hier nicht so eingeschränkt wie bei dem früheren, wenn man im Wasser ist. Beim vorherigen warst du echt aufgeschmissen, wenn du im Wasser warst. So, einer ist kaputt.
Xena ist auch kaputt. Ich war das nicht, der sie in das Vieh umgeworfen hat. Oh, das ist eine knuffige Animo, ne? Der knuffigste Gegner seit langem, so wie die aussehen. Ich will nur wissen, was da drüben ist. Sieht so aus, als ob da was Interessantes für mich sein könnte. Gut, dass das Wasser keine Strömung hat. Himmelskind Vase. Scheint das Einzige hier zu sein. Komm, dann machen wir mal nach langem wieder einen Boss. Also einen Zwischenboss. Wusste ich doch, dass hier drüben was ist. Da liegt auch ein spezielles Objekt in seinem Nest. Und K.O. Ja, die Heilung würde ich begrüßen. Da liegt wer? Ihr macht schon Synchro? Ries! Ich muss ins Regenerationsfeld. Das Himmelskind weiß, wie man reinprügelt. Ich habe gehört, Zeit für eine Angriffskette. So Leute, ich habe es mal nach langem endlich mal hinbekommen, ein Ouroboros-Kommando zusammenzubekommen. Ja, ich weiß, man hätte einfach nur die beiden, die dazu genutzt werden müssen. Also die beiden, die kombinieren müssen, einfach nur dazu nutzen. Aber wir sehen es endlich mal. So. Grenzensprenger. Alter, ist nur Boros Kommando heftig. Aber hätte ich gewusst, dass das Kombo danach vorbei ist, hätte ich erstmal noch ein bisschen aufgeboostet. Du gibst dein Bestes mit deinen Heilungen, ja. Ich werde dich sowas von wegschmettern. Go,
Komm nur her. Frisch den Hammer! Er ist down! Ich hab's nicht hinbekriegt, einen Unima auszuwählen. Kauf folgendes Fragment. Ich bin schon gespannt, wann die Quest kommt, wo die Dinger wichtig sind. Okay, wir haben einen Boss fertig gemacht. Dafür hat sich doch gelohnt, hier rüber zu rasen. Was anderes scheint hier nicht zu sein. So, dann sind wir jetzt hier wieder am Titanenfelsen. Ist irgendwie eigentlich mit seiner Klasse fertig? Ja, Noah ist mit der Klasse fertig. So, ihn wollte ich ja jetzt zum Schutzkommandeur mal machen. Sonst noch wer fertig? Ino zählt nicht dazu. Okay, muss die Techniken jedenfalls einmal anpassen. Ja, provozieren. Er ist sowieso dazu da, alles auf sich zu ziehen, ne? Was macht denn das Imperium-Schwert? Das Erwachen hat er doch erst mit dem Feld. Und wenn ich das sowieso auf Klinge der Ewigkeit haben will, macht das Erwachen keinen Sinn. Ey, Moment, den Megaschutz, den packen wir mal nach hier unten. Macht mehr Sinn. Da oben ist noch mal ein Boss. Guck mal, da drüben, wo ich gerade eben erst war, da ist jetzt eine Fracht. Ach, ist das Spiel nicht nett? Dann machen wir mal einen weiteren Boss heute platt. Warte mal. So. Ich will mit Noah immer die Runde kämpfen. Blockkarte hoch. Okay, ich glaube, es wäre doch sinnvoller, auf die andere Technik zu gehen. Weil fast alle Fähigkeiten mit der Wachen zu tun haben. Ey, du Ekelpaket. So. Nächste Angriffskette. So Leute, Zeit für das zweite Ouroboros-Kommando. Den himmlischen Aufstieg. Die Schadensmultiplikator stark und heilt auch die ganze Gruppe vollständig. Okay. Dann los! Macht mal Ouroboros-Kommando. Diesmal habe ich mich vorher aus dem Bild gepackt.
Wie das Vieh auch noch so brav da stehen bleibt, während es verprügelt wird, ne? Wieso wurde der jetzt nicht umgeworfen? Jo, mach schon! Da, wo er die Erde aufkratzt, ne? Das ist eine fiese Attacke. Er ist zumindest fast down. So, schwankt mal. Und tot. Wir haben jetzt hier oben ja einen Teleporter. Da können wir dann ja ruhig einmal kurz runterspringen und das Paket einholen. Der Fan ist noch da. Ist. Eigentlich sollte die Fracht noch da sein. Ja, ich sehe doch den Rauch. Was bist du denn hier neben mir? Ein Aquardon. Aber Leute, ist das Spiel nicht nett? Einfach den Frachterpuff genau da hinzuwerfen, wo ich gerade weggegangen bin. Ist das nicht ultra nett vom Spiel? Level 36er warten dort. Okay, die müssen wir verdreschen. Ach, jetzt habe ich nicht umgestellt. Ach, wie gut, dass deine Kollegen dir nicht helfen. Du hast gute Kollegen. Das nennt man beste Freunde, was du da hast. Hier ist gleich schon RIP. Und Rang-Ups. Ich muss mal eben kurz bei Noah das noch umstellen. Auf Ablenkfeld. Und dann gönnen wir uns jetzt den Frachtabwurf. Kommt! Habe ich mehr von. Die Soldaten hier, die können nichts. Nur einfach mal direkt die Ouroboros raushauen. War zwar Synchro Stufe 0, aber macht trotzdem übelst Schaden. Und ist ja nur noch einer da. So, ich habe gehört, danke für den Frachtabwurf. Bin schon gespannt, was drin ist. Ja, das letzte Mal hieß es einfach so, nein, darfst nicht. Fangzahnkette und Sturm an, Reif. Sind das gute Ausrüstungsgegenstände? Okay, das ist auf jeden Fall für ihn ganz gut.
Oh, und die Ultrafähigkeit. Das ist auf jeden Fall gut für ihn, der Sturmangreif. Damit er sofort dieses Erwachen machen kann. Jetzt nutze ich den Teleport aus und beam mich einmal wieder da hoch. Saphir und Langstrecken-Saphir habe ich auch bekommen. Hier ist was zum Erklimmen. Ich muss sogar da hoch. Oh, wir müssen wahrscheinlich eine lange Strecke jetzt laufen. Das sah lustig aus. Oh, guck mal, wir kommen sogar zu dieser uralten, zerstörten Stadt. Da hinten ist ein dicker, fetter Ferrodis. Und der Witz ist, ich muss genau in die Richtung. Warte mal. Ist da dieses Teil? Dieses komische Wrack? An dem man so unglaublich viel sich holen kann. Oh, wie süß, Otter. Otter finde ich immer putzig. Egal, ob es Alien, Otter oder normale sind. Wasserfall Veronis Wracks. Ach, ich kriege die Mission dazu nur, wenn ich auch in der Nähe bin. Und ich muss die ganzen Fischis hier dafür umnieten. Um das Gebiet zu sichern. Ja, komm. Kommt her. Ich muss die Otter verprügeln. Machen wir die Lachse platt. Hat Noel das jetzt wirklich instant aufgeladen? Habe ich jetzt nichts von gesehen. Na gut, diese Lachse, die können nichts. Und ich muss 14 von denen verdreschen. Den ersten haben wir dann hiermit. Ah, das war sogar ein Elite-Gegner. Na gut. Wir sehen uns wieder, wenn ich die anderen verkloppt habe. So, hab gerade den letzten Platz gemacht. Die anderen waren glücklicherweise in Gruppen und nur die Elite-Viecher waren wirklich stark. Die anderen waren fast One-Hit. So, hier stehen noch direkt zwei Container für uns. Die lassen sich aber natürlich erst öffnen, wenn ich das Ding aktiviert habe. Wir sollten eventuell genügend haben, um das Ding zu aktivieren. Nach langem mal das erste Wrack, was wir finden. 15 Ätherzylinder. Ich glaube, ich habe gerade so genügend. Jetzt bräuchte ich hier auch einen Schnellreisepunkt. Gibt gute Erfahrung. Ja, jetzt darf ich mich hierhin teleportieren. Soweit ich das sehe, hat sich hier auch ein Nopon-Händler hingesetzt gerade. Plattengurt und Aufopferungskette. Okay.
Das ist so, ich mache weniger Schaden, aber der Gegner auch weniger. Sollte ich einen von denen geben? Was haben wir hier drin? Kennst du Scontonto? Wie viele Steine fehlen uns eigentlich noch? Oh, hier ist direkt was. Opon und Leaf nicht so. Was verkaufst du? Okay. Für die risky Spieler wahrscheinlich. Oh. Das hier ist eigentlich ganz interessant. So, mich interessiert, was die Minifabrik hier abwirft. Kostet auch nur 900. Kann man wieder ein bisschen Geld farmen. Und auch das ein oder andere Objekt. Monstermango, Klingenprojektor, Trommelholz. Wahrscheinlich einfach alles Sachen aus der Gegend hier. Habe ich genügend? Ich habe genügend. Stufe 37. Und wir können die Info, die wir gerade bekommen haben, besprechen. Turned out nice again. Gute Frage. Sparsam ist gut in der Hinsicht. Hat man noch mal ein bisschen Bonuserfahrung. Damit kann ich aber locker keine Stufe machen. Okay, damit haben wir doch noch etwas heute erreicht. Wir haben zwei Bosse platt gemacht, wir haben ein kleines bisschen Story gemacht und wir haben einen Feronis-Wrack mal nach lang aktiviert. Ist doch zumindest etwas. Jedenfalls Leute, wenn es euch heute gefallen hat mit dem Video, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!